So, grüß Gott beieinander. Ich bin der Franz Bader aus Magdeburg. Ich bin der Vorsitzende vom Förderverein Bayerische Sprache. Vielleicht haben Sie schon mal was gehört davon. Wir sind sozusagen die Lebensrettungsgesellschaft für die bayerische Sprache. Warum sage ich das jetzt? Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass die Vereinten Nationen in New York eine Liste herausgebracht haben, dass bestimmte Sprachen und Dialekte in den nächsten Jahren unwiederbringlich ein für alle Mal absterben, aussterben, besser gesagt. Und dazu gehört leider Gottes auch unsere geliebte bayerische Sprache. Warum das so ist, können Sie zum Beispiel in der S-Bahn merken. Wenn Sie vom Bollinger Bahnhof mit der S2 nach Minge reinfahren, dann hören Sie von den jungen Leuten kein einziges Wort bayerisch. Da geht es genauso, wie der Kollege gesagt hat, Hochdeutsch, aber ja, woher kennen Sie das? Ja, natürlich vom Fernsehen, vom Rundfunk, von allen Medien, mit denen sich heute unsere Jugend beschäftigt, und das ist ja nicht wenig. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die bayerische Sprache wahrscheinlich, im Stillen gesagt hoffentlich nicht, aussterben wird. Und wir vom Förderverein Bayerische Sprache, wir versuchen das zu verhindern. Also wir möchten die bayerische Sprache aufrechterhalten. Und warum? Ganz klar, weil die bayerische Sprache zur bayerischen Kultur gehört. Diese hochgeschätzte Kultur, man sagt ja oft in Deutschland, die bayerische Kultur ist die am meisten oder am liebsten oder am höchsten geachtete Kultur überhaupt. Und dazu gehört natürlich auch unsere Sprache. Aber warum stirbt die dann aus, wenn es so geliebt wird? Darauf wissen wir natürlich keine Antwort. Ja, und jetzt ein bisschen was zu unserem Verein. Unser Verein ist ungefähr 20 Jahre alt. Er wurde gegründet vom damaligen Vorsitzenden Hans Triebel. Der Wirt von der Gotzinger Trommi. Das ist so eine bayerische Traditionswirtschaft. Gotzinger Trommi ist einer vielleicht bekannt aus der bayerischen Geschichte. Die Gotzinger Trommi hat eine große Rolle gespielt beim bayerischen Volksaufstand 1705. Und ja, der Triebelhans hat es so weit gebracht, dass der Förderverein, nachdem er sein Amt abgegeben hat, so vor ungefähr, jetzt sind es ungefähr 8 Jahre, auf 3000 Mitglieder gewachsen ist, und mittlerweile sind wir 3500 Mitglieder.